Ich wollte etwas erzählen über den Gebirgsbaustein Kleinmatterhorn. Sie liegt auf 3820 Meter und ist die höchstgelegene Luftseilbahn in Europa. Es war für uns eine grosse Herausforderung, weil noch niemand Erfahrung hatte, auf der Höhe eine Baustelle zu machen. Es war extrem, es war vor allem klima- und witterungsbedingt, die Baustelle, die eine sehr grosse Herausforderung gestellt hat. Wir haben 15'000 Flieger gemacht oder umgerechnet 1'900 Stunden mit dem Helikopter. Vor allem extrem waren die Windverhältnisse. Es ist also mehr vorgekommen, dass Winde bis 140 km pro Stunde. Es gab auch Tage, wo die Arbeiter gar nicht haben können, auf die Baustelle gehen, weil in der Kantine mussten bleiben, in der Baracke drinnen, weil es so extrem war. Vor allem 1978 war eine sehr schlechte Wetterperiode. Und da konnte man wenig Arbeit ausführen. Die Ausführung war vom Kleinmatterhorn 1976 bis 1979. Und 1979 haben wir negativ ein gutes Jahr gehabt, nachdem wir die Betonwand vorne machen konnten. Und da war man auch windgeschützt und all zusammen. Und da konnte man vom Programm, das man 1978 nicht ausführen konnte, hat man viel wieder aufholen. Und zwar indem man 14 bis 15 Stunden pro Tag geschafft hat. Wir haben in zwei Phasen das gemacht. Die erste Phase war der Stollen an der Norden. Und nachher, wenn der Stollen ausgebrochen war, hätte die Bahn das Zugseil und das Tragseil montiert. Und dann konnte man vom trockenen Streckenbrief eine Kabine für das Personal und eine Transportbahn installiert. Wir haben auf dem trockenen Steg einen Betonlager aufgestellt und haben nachher so den Beton mit dem Helikopter und mit dem Transportbändchen einen Brief fahren. Was auch gesehen ist, die Herausforderung war, wir haben eine spezielle Betonkibble, doppelwandig isoliert und der Beton hat mit dem Helikopter nicht mehr als 3 Grad Differenz von unten am trockenen Stegenbrief auf die Kleinmatterhorn und mit der Bahn nicht mehr als 6 Grad Differenz haben. Also im Gesamten sind 300 Arbeiter gesessen oben auf der Baustelle in den 3 Jahren verteilt. Summe sind länger, Summe weniger lang. Und 15 bis 20 Arbeiter haben es doch zweckgebracht, die volle Zeit dabei zu sein. Und das sind im Gesamten 396 Arbeitstage. Wenn man sieht, dass die da oben eine Leistung, dass man da nur eine Leistung herbringt von 40% gegenüber der Talebene, ist das schon eine riesige Leistung, die die da gemacht haben. Ja, bei 40 Grad unter Null und bei 120 Stundenkilometer Wind, da ist es schon ziemlich hart. Also ich mir gefällt mir die Arbeit gut, es ist sehr hart hier zu arbeiten. Also die Arbeit hilft, die ist schon hart. Sagen wir, Leistung bringen wir mehr als 40-50% bringen wir nicht raus. Die Arbeit oben war für mich sehr schwer gewesen. Und zwar aus dem Grund, weil die Unfallgefahr so groß ist und mir das ziemlich Nerven gerissen hat. Ja, also das Ganze nochmal durchmachen. Wenn man die Situation kennt und alles kennt, wie es uns ist, ich würde nicht sagen, dass ich noch gerade einmal anfange. Ich glaube es fast nicht. Das würde ich nicht mehr machen. Ja, vielleicht. Ganz sicher wird es nicht mehr. Da ist mal jeder froh, wenn man fertig ist. Aber nur mal machen wird es schon nicht mehr. Was wir natürlich sehr froh waren, dass wir quasi unfallfrei oben arbeiten konnten. Das war ein grosses Plus. Und vor allem, wenn wir noch terminlich einhalten konnten, dass schlussendlich alles gut gegangen ist. Und ich glaube, das war eine sehr grosse Herausforderung für die Firma, die heute die Leute noch darüber reden. Nachdem das die Firma Imbodo Ende 70er Jahre die Kleinmatterhorn-Bahn gebaut hat, hat man im Jahr 2007 oben auf dem Kleinmatterhorn wieder an Baustelle verkommen. Wir haben einen Liftschacht machen, der nicht mehr Zugang zum Gletscherpalast war, plus
einen Querschlag Richtung Ostau, Richtung Breithoro, den man nachher als Aussichtsplatz genutzt. Der Liftschacht haben wir im Juni angefangen, für nur den Maschinenbrief zu transportieren, für den Aushub zu machen. Die Maschine ist vom Stafel, von Zermatt, ganze 6 Tage unterwegs gewesen, bis man im Brief auf dem Kleematerhorn einsetzen konnte. Der Liftschacht war 17,5 Meter tief. Zuerst ist man durch Morena durchgegangen, nachher durch Eis durch und zuletzt ist man Brief auf Elso gekommen, wo man dann noch Liftschacht fundiert hat und von da nachher aufgebaut hat. Man hat ja im Oktober der Querstollo Breithoro angefangen, wo man zuerst einen Pilotstollo gemacht hat. Der ist auf ca. eine Länge von 30 Metern gemacht, bis man in der Ostwand des Kleimatterhoro durchgeschlagen hat. Man hat dann im Jahr 2008 den Auftrag bekommen, für oben ein Restaurant mit Alpinistunterkunft zu machen. Man ist da ca. im Juni mit den Aushubarbeiten dahinter gegangen und hat teilweise fast Tag und Nacht geschafft, dass man den strengen Terminplan einhalten konnte, so dass man das Restaurant auf die Weihnachtszeit das Restaurant eröffnen konnte. Oben an der Alpinistenunterkunft ist der zu Ostern vom Jahr 2009 eröffnet. Nachdem dass man diese Arbeit fertig hatte, hat sich der Bauherr gesagt, wenn wir jetzt den Zugangsstollen von der Bergstation zur Piste gleich die ganze Abschallung und Verdeckung weg haben, die wir noch sämtliche Sprengarbeiten ausführen, die wir am Prüfen vom kleinen Horo gemacht haben. Und so ist dazu gekommen, dass wir noch einen Zusatzauftrag bekommen haben, für einen Querstollo Richtung Westausbecho, also Richtung Tessa Gritscha, weil da planen die Zermatter Bergbahnen auf nächstes Jahr eine neue Bahn zu erstellen, sodass sie dann Prüf, wo die Bergstation kommt, der Verbindungsstollo zum Hauptgang schon gemacht haben. Diese Arbeiten hat man im Jahr 2009 fertig gemacht.